wenn der Wind da mitspielt. Ich dachte als Panik-Button und dann levelt er sich aus. Nee, dafür brauchst du GPS. Wobei die Parrot hätte das mit einer kleinen Kamera nach unten gelöst. Ohne GPS, ne? Ja, darum geht's ja bei den Dingern hier nicht. Das relativiert sich auch relativ schnell. Ja klar, das ist jetzt Anfängerbedingungen. Normalerweise habe ich durch dieses blöde Update jetzt zu meiner Einstellung nicht mehr. Da muss ich mich erstmal schon dran gewöhnen. Benni, wo bist du? Hinter dir. Hinter dir? Wow, ich hab's richtig gut drauf. Ich dachte, ich crash dich noch, weil du wieder auf von der Luft wieder vom Boden wieder abgeprallt bist. Das war zu tief, würde ich sagen, oder? Ja, hinterm Tor, ne? Oder so. Ja. Bist du schon mal durch den Wald geflogen? Jo, das bringt richtig Spaß. Da muss man halt komplett die ganze Zeit, so als wenn du an einem Tor nach dem nächsten durchfliegst. Ah. Ja, da hab ich die man muss halt einen guten Wald finden, wo halt unten nicht so viel Gestrüpp ist. Ne? Die meisten, die jetzt nicht gepflegt werden, die sind halt unten total zugewachsen. Ja. Am besten ist sowas, wo ein Kindergarten oder so ist. Die trampeln alles weg und ja. Meistens ist halt sehr viel Gestrüpp. Ich bin auch schon hier einmal diesen Rundkurs ganz zwischen den Bäumen da hinten rumgeflogen, hinter uns rum und so. Okay. Den Weg halt hier. Ja, Bäume und so, das ist natürlich ultimativ, ne? Da musst du drum rum. Leider war meine Kamera aus. Schade. Hast du den direkt auf dem Schiff auf? Die Funken. Die nimmt auf den SD auf. Ja. Die Packe können wir jetzt nur leer fliegen. Monitor? Du am Anfang war einfach, weil das
Ja, richtig, ja. Ja. Ich finde das mit der Brille irgendwie realistischer. Ja, du musst bist halt gezwungen nur noch, also ja, du hast nur noch die Inputs, ne, so. Ja. Wenn dich jetzt einer anspricht, kannst du immer noch den Kopf wegnehmen oder... Ja, ja. Du bist halt noch viel mehr mit. Ja, du brauchst halt mit Brille immer einen zweiten, der dir sagt, da ist jetzt gerade ein Hund auf dem Feld oder so. Genau, da hinten ist ein Hund auf dem Feld. Das ist irgendwo bei 200, 300 Grad ist er eingestellt. Und mit 200 Grad pro Sekunde, eine Sekunde. Ja. So, was hast du den normal? 600. Ich weiß, dass du das vergessen hast. Ja. Ja, aber ich dachte, das müsste, weiß auch, bis da zum Schluss immer drin war noch. Naja. Halt und machst du schon so ein bisschen Racen oder irgendwie was? Oder kommt das gar nicht zustande, weil das dann doch irgendwie zu schwierig ist? Nee, momentan ist es so, dass wir versuchen erstmal, dass alle ein bisschen auf ein gewisses Level kommen, weil wir haben ein, zwei, die total gut fliegen können, die schon 4S fliegen, also noch viel schneller. Und ein paar, die jetzt so 3, 4, die jetzt so einigermaßen auf einem guten Level sind. Und dann vielleicht noch ein, zwei, die noch gar nicht so richtig racen können. So, und jetzt wollen wir, jetzt geht es halt so langsam los, würde ich sagen. Okay. Ja. Gibt's sowas dann auch mit Rundenzeiten oder so? Oder also man kann das in der Taranis-Funke, die ich habe, kann man so ein Script reinladen, dass man dann immer so ein Teil drücken muss. Und dann liest du dann die Rundenzeiten auf und so weiter. Aber das ist für mich ist doof irgendwie. Also ja, man kann halt wirklich manuell drücken ist... Ja, mit einem zweiten Mann oder so. Muss ein extra Typen dazu da sitzen. Also ansonsten, wenn man jetzt vier nebeneinander legt und sagt dir, Last Man Standing, meistens so, dass dann beim Start schon ein, zwei rausfliegen irgendwie und dann racen zwei halt darum, wer zuerst irgendwie seine 10 Runden hat. So. Da braucht man dann auch keine große Zeit messen, außer man will halt eine Startreihenfolge festlegen. Aber nebeneinander starten finde ich auch cool. Kann man ja 3-4 Meter auseinander machen, dann geht das schon einigermaßen. Ja. Und hi. Dieser Satz Propeller hat echt schon was mitgemacht. Ja, also das sind auch Genfans? Ja. Komisch. Unfassbar. Vielleicht sind die irgendwie besser oder sind das irgendwie Carbon-verstärkte Müll? Die sind durchsichtig relativ. Die normalen. Glückspropeller. Ja, der Satz ist echt gut, weil man sich schon Rasen gemäht hat. Ne? Ja. Keine Löcher, ein paar. Okay.